Ja, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Prophetie-Video auf meinem Kanal youtube.com/störtepriest. Und heute soll es darum gehen, ich war spazieren und mir ist noch so ein kleines, aber vielleicht wichtiges Detail eingefallen. Und zwar zur heutigen Zeit, ob das etwas damit zu tun haben könnte. Keiner weiß ja, was eigentlich passiert oder wie es wirklich ausschaut. Aber wenn man sich das jetzt alles so reinzieht, bin ich der Meinung, sollte man eher vorbereitet sein, als wieder irgendwie blind reinzurennen. Und zwar gab es ja dieses Kapitel beim Alois Ihlmeier, ich suche das gerade nebenbei her, mit den Zubahn-Schachteln. Und es war ja tatsächlich so, dass so eine Zubahn-Schachtel, ja, die hat genauso ausgeschaut wie ein heutiges Smartphone. Also die waren damals aus Blech, eher so schwarz. Und das war eben so eine Zigarettenmarke, beziehungsweise auch Zigarillos, was da drin war. Und ich kann da mal aufs Buch schwenken da so. Weiß nicht, ob man es da jetzt sieht. Also es schaut schon ziemlich genauso aus wie ein Smartphone. Und jetzt haben wir einfach das Thema, ob das die heutige Zeit vielleicht ziemlich genau beschreibt. Und zwar gab es ja das Zitat, einen Moment, und da hat er gesagt, der Alois Ihlmeier, ich sehe ein kleines, kantiges Ding in den Händen halten, das ihnen Auskunft gibt über alles, was sie wissen wollen. So, und jetzt muss man da mal ein bisschen zwischen den Zeilen da lesen und ein bisschen weiterdenken. Also das kleine, kantige Ding gibt ihnen Auskunft über alles, was sie wissen wollen. Und jetzt kann man sich ja darüber streiten, wenn man jetzt 4 Jahre zurückgeht oder 5 Jahre zurück. Klar, da gab es ein Smartphone und da konntest du ja auch schon Google eingeben und du konntest in Google suchen. Aber dieser Satz, gibt ihnen Auskunft, Auskunft geben. Also für mich klingt das ziemlich so nach Sprachnachricht. Und ich befürchte, dass wenn man das jetzt wirklich analysiert, dass da die heutige KI gemeint ist, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT. Aber rein vom Prinzip, weil in einer Prophetie hat er gesagt, also mit diesem kantigen Kästchen, da reden sie und spielen sie. Und da steht jetzt Auskunft geben, ja, über alles, was man wissen will. Und ich glaube nicht, dass er da gemeint hat, dass die das jetzt irgendwie in schriftlicher Form machen, sondern ich glaube, dass die damit sprechen, so wie man mit ChatGPT sprechen kann. Und das könnte jetzt auch nochmal ein starker Indiz sein, gerade mit den künstlichen Intelligenzen. Also da habe ich selber irgendwie nicht so hundertprozentig damit gerechnet. Die waren ja auf einmal da, ja. Und man hat die eigentlich gar nicht so schnell kommen sehen. Und jetzt sieht man es überall, wo diese ganzen künstlichen Intelligenzen wie Pilze aus dem Boden sprießen, dass es so eine ganz neue Ära auf jeden Fall ist, was die vor allem auch können. Und ich glaube, dass dieser Satz etwas damit zu tun hat und dass sich das jetzt auf unsere Zeit bezieht. Jetzt kann man sich drüber streiten, auch wenn das jetzt so weiterläuft, also 5 Jahre noch so weiterläuft, wie schaut's denn da mit den künstlichen Intelligenzen aus? Aber ich denke, das hat er gesehen. Schwer zu sagen, was glaubst du denn? Schreib's mir mal in die Kommentare, aber ich bin halt überzeugt, gerade wenn man da viel darüber gelesen hat, da gab's ja noch verschiedene Ausführungen, dass das irgendwie so das Geschmäckle in die Richtung hat. Ja gut, als nächstes will ich mit euch besprechen, bevor wir jetzt dann da weitermachen mit dem nächsten Thema. Da geht es jetzt nämlich darum, was hat denn der Ihlmeier schon alles so vorhergesagt, was dann wirklich eins zu eins so eingetreten ist. Und das ist ja eben wichtig. Das Thema ist ja heutzutage auch, also wenn es jetzt gerade so Hellseher gibt oder die sagen da, es kommen ja Leute zu mir, die sagen, sie gehen da zu einem Hellseher und der verlangt 800 Euro in der Stunde. Und dann kratzen sie ihr letztes Geld zusammen und bezahlen das dann und dann fragen sie mich da irgendwie um Rat, und ist das gut oder ist das nicht gut? Und wenn man dann sagt, genauso gut könnte man sein Geld verbrennen, dann blockieren sie gleich oder kommt irgendeine blöde Antwort, weil sie, glaube ich, innerlich schon wissen, dass sie da viel zu viel Geld dafür ausgegeben haben. Und da habe ich halt immer das Problem, wie man so einen Hellseher wirklich prüft. Ja, viele geben sich ja als Seher aus, brauchst du nur mal in meine Kommentare schauen und da schreiben dann sehr viele Leute, ja, ich bin selber ein Seher und das kann ich bestätigen. Ja, ist alles schön und gut, aber man braucht halt einfach diese Beweise. Und genau das Problem habe ich auch mit so dubiosen Hexen, die auf YouTube ihr Unwesen treiben. Und da heißt es immer, ja, die hat so viel Richtiges vorhergesehen, ja was denn bitte? Und jetzt kommt es halt immer ganz drauf an, wie schlau man ist. Die dummen Menschen, die fallen halt immer auf alles drauf rein. Und sehr vieles kannst du eigentlich so mit einem gesunden Menschenverstand erklären. Darum gab es ja da, also mein Lieblingszitat, das habe ich schon tausendmal, glaube ich, gesagt in meinen Videos,
dieser Balthasar Garcian oder wie man den ausspricht, der hat gesagt, für den Klugen ist nicht alles Zufall. Und was heißt das? Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und er hat Beziehungsprobleme, wenn du dich jetzt mit der Mann-Frau-Dynamik perfekt auskennst und hast einen Haufen Psychologiebücher darüber studiert und du weißt jetzt, jetzt kommt eine Frau zu dir oder ein Mann und der sagt, ich habe das und das Beziehungsproblem, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung das laufen wird, weil man das anhand dieser Fakten, was einem der schon mitteilt oder die, schon absehen kann, also wo das drauf hinausläuft. Das ist das Gleiche, wenn jetzt jemand zu dir sagt, da kommt jetzt so ein Mann und der sagt jetzt einfach, ja, er liebt seine Frau über alles, aber irgendwie sagt sie halt, sie braucht noch irgendwie andere Männer und sie will die Beziehung öffnen und so, also so dieses ganze Polyamore. Und wenn der dann da sagt, ja, soll ich die heiraten und mit der da wirklich was aufbauen? Ich meine, das ist doch logisch, dass das Ganze nicht funktioniert oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Natürlich, zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit kann sich das wieder einrenken, wenn sie nebenbei irgendwie 10 andere Typen hat und dann sagt, ah, Schatz, fasst du mich zu dem und den und bleibt dann zwar bei ihrem Partner, aber schläft dann mit 1000 anderen Männern. Das gibt's ja auch, da wo das dann hält und wo der Mann das dann einfach so hinnimmt oder auch noch irgendwie gut findet. Aber langfristig funktioniert das meistens nicht. Und na klar, gibt's immer das Beispiel, da wo es funktioniert. Genauso gut gibt's ja auch einen Mensch mit 11 Fingern. Auch sowas soll es geben, aber es ist halt nicht die große Masse. Und wenn jetzt so jemand zu dir kommt, dann kannst du immer nach Wahrscheinlichkeiten gehen, denn wahrscheinlich zu 90% geht das Ganze in die Brüche. Und da brauche ich ja jetzt kein Hellseher sein, also die kommen halt dann genau mit so Fragen. Und wenn du dich da ein bisschen auskennst, wenn du schlau bist, dann kannst du das so verkaufen, du hast jetzt da reingeschaut und du hast da jetzt was empfangen und kombinierst es dann einfach mit deinem Wissen. Und in den meisten Fällen liegst du immer richtig und mehr brauchst du ja auch nicht. Weil wenn das so einfache Fragen sind und es kommen da irgendwie 100 Kunden zu dir und bei 90 liegst du richtig und bei 10 falsch, dann ist das ja eine super Quote. Die 10, die werden dich dann schlecht machen, werden sagen, der konnte gar nichts, das war bei mir alles falsch, aber 90 sagen dann, das war alles richtig. Und somit kriegst du dann immer mehr Kunden. So einfach ist das ganze Spiel. Und wenn du dann so einen Personenkult um dich rüberspinnst, dann kannst du zum Beispiel auch sagen, das kostet 800 Euro, aber das ist jeden Euro wert. Und man sieht ja auch diese Frauen, wo da hingehen. Also mir hat da eine geschrieben, die war da schon dreimal dort, also gar nicht auszumalen, wie viel Geld die verbrannt hat im Endeffekt und verteidigt es dann auch noch. Ja, das, was er ihr gesagt hat, das war dann jeden Euro wert. Und wenn man dann genauer nachfragt, dann wird es unangenehm, dann blockiert sie dich. Ja, weil sie das dann nicht so genau sagen kann. Und das ist eben das Thema. Und was jetzt natürlich eine höhere Qualität hat, als wie jetzt dieses ganze Beziehungsgedöns, was man mit einem gesunden Menschenverstand auch analysieren kann, das sind eben so Sachen, so wie es der Ihlmeier gemacht hat. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gebiet habe, das was 800 Kilometer weit weg liegt, und ich kann dann genau sagen, wo eine Wasserader fließt. Klar, da ist jetzt auch wieder die Frage, wenn es jetzt ein findiger Geologe ist, der dann sieht auf der Karte, ja, da ist jetzt irgendwie hier ein Gebirge und wahrscheinlich muss da ein Fluss entlang gehen. Klar, aber der Ihlmeier, der konnte das ja andauernd, sag ich es jetzt mal so. Der hat das ja zum Beispiel auch in Argentinien, da war ja so eine Klosterfrau irgendwie mal zu Gast in Rosenheim oder Freilassing und die hat sich darüber beklagt, dass das Kloster in Argentinien zu wenig Wasser hat, also die brauchen einen Brunnen. Und der konnte ja dann eben aufzeigen, wo sie hingehen muss, wo dann so eine Wasserader fließt, was ja so keiner sehen konnte. Und das ist dann halt schon heftiger. Oder zum Beispiel bei so einem Bombenangriff, was da jetzt alles beschädigt wird und was nicht. Und das kannst halt nimmer mit so einem logischen Menschenverstand begründen, ganz einfach, weil die Bomberstaffel, die fliegt halt über so eine Stadt drüber und die werfen die Bomben ab. Und irgendwelche von diesen vielen Bomben schlagen halt irgendwo ein. Und wenn du das dann perfekt vorhersehen kannst, wo die einschlagen und wo nicht, dann ist das auf jeden Fall eine andere Hausnummer, als wie irgendwelche Beziehungsprobleme zu analysieren. Aber auch da gab es Komplikationen, also wir gehen jetzt hier in dem Buch weiter und da hieß es zum Beispiel auch, also der Ihlmeier, der hat es nicht leicht gehabt und ich muss sagen, ich habe es auf YouTube auch nicht leicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich werde den ganzen Tag beschimpft, beleidigt und bedroht. Also müsst ihr nur mal meine ganzen E-Mails anschauen. Oder es kommen ständig die gleichen blöden Fragen, also was ja jetzt gerade der Klassiker ist, dass jetzt irgendwie dieser gelbe Giftstaub, der mit der dreitägigen Finsternis, also bevor die halt losgeht, da werden ja diese Drohnen ausgesendet, die dann einfach diese Linie absprühen mit so einem ganz giftigen Kampfstoff. Also man sagt, das geht da irgendwie von Prag rauf bis zur Bucht.
also irgendwo zur Nordsee oder zur Ostsee. Ich glaube, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, da kommt aber noch einiges von mir. Denn ich habe ja auch so eine Frau, die auch zu diesen Seherkreisen gehört, die da nochmal ziemlich viel darüber sagen kann, wenn es euch interessiert. Ja, und dann reden die immer vom Sahara-Staub. Da ist irgendwie jeder zu faul, dass er die Bücher liest oder dass er meine Videos verfolgt. Und dann kommt immer so ein Schwachsinn da irgendwie. Naja, der Sahara-Staub, der ist ja auch gelb. Und wahrscheinlich mit diesem giftigen Staub, da ist dann der Sahara-Staub gemeint. Obwohl das damit gar nichts zu tun hat. Und ja, das nervt dann schon immer ziemlich. Also ich bin da auch momentan dabei. Also wenn die Fragen zu blöd werden, dann blockiere ich die Leute einfach aus dem Kanal raus, weil das bringt ja nichts, wenn man das dann lässt, weil die posten ja alles mit diesem Blödsinn voll. Und drum ist es eigentlich auch gut, wenn nur Leute da reden können, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Aber gut, lassen wir das, das ist eine andere Thematik. Aber auch beim Irlmeier war es so, dass der vielschichtige Spannungen gehabt hat durch seine Hellseherei. Und dass man sich teilweise auch fragen kann, warum hat er sich das eigentlich gegeben? Wahrscheinlich hätte er als Brunnenbauer ein viel angenehmeres Leben führen können, als wie da diese ganzen Streits und den ganzen Ärger, den er da hatte. Denn der musste sich rumschlagen, das hat der Stefan Berndt hier aufgeschrieben, mit den Massenmedien, mit der Justiz. Er wurde ja dann auch angeklagt wegen Gauklerei, dann mit der Polizei, weil da hieß es ja dann auch, ja, die Leute, die da zu dem gekommen sind, da hat er irgendwie Geld genommen, obwohl das gar nicht gestimmt hat, aber das durfte man zu der Zeit nicht. Und auch der Pfarrer oder die Kirche, die hat das nicht gern gesehen. Und dann hast du natürlich sehr viele Feinde um dich rum und das macht das Leben nicht unbedingt angenehmer. Bei mir auch so ähnlich, bei mir ist es jetzt mittlerweile auch schon so, dass mich Leute auf der Straße erkennen. Also ich habe nichts gegen die Leute und so, aber es kann halt dann schon, ja, wie soll ich sagen, weil du hast ja jetzt gerade was ganz anderes zu tun und wenn dann Leute auf dich zukommen oder stellen dir dann die Fragen, es ist halt nicht immer ganz angenehm, obwohl die Leute ja nichts dafür können, gell? Aber du hast ja irgendwie noch ein Privatleben oder und wenn du dann halt immer beleidigt wirst oder dich dann irgendwelche Leute kennen, aber damit muss man halt einfach im Endeffekt leben. Und da war es halt einfach noch schlimmer, eben wegen diesen ganzen Anfeindungen außenrum. Und der Stefan Berndt meint auch in diesem Buch, dass heute exakt das Gleiche passieren würde, wenn es wieder so einen Seher wie den Alois Irlmeier geben würde, weil erst würden die ja alle lachen darüber. Und wenn dann sehr viele Sachen genauso eintreten, eins zu eins, dann wird ihnen das Lachen schnell vergehen. Dann kommt der Neid, dann kommt dieses Bedrohungsgefühl und dann, manche sind dann der Meinung, man müsse den auf jeden Fall mundtot machen. Und das werden die dann im Endeffekt auch versuchen, weil da gibt's ja immer zwei Lager. Man sieht's auch unter meinen Videos, weil ich behaupte ja eigentlich gar nichts. Ich beschäftige mich nur damit. Und da gibt's halt Leute, die glauben das eins zu eins, alles, was da gesagt wurde. Die sagen, ja, genau so kommt's. Ich bin da voll überzeugt. Und andere ziehen das halt ins Lächerliche und kämpfen halt dagegen, anstatt dass sie das Video einfach weiterklicken. Aber die hauen dann einen Kommentar nach dem anderen. Da war jetzt ja auch erst so eine Frau, die dann da sagt, ja, mit deinem Willen kannst du alles leiten und wenn man nur positiv denkt, dann kann man alles abwenden. Ich bin nicht der Meinung, weil man sieht ja anhand der Geschichte, es gibt immer so Zyklen, auch Kriege. Jeder weiß, Krieg ist scheiße, aber Kriege gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Das ist wie wenn das in unserer DNA verankert ist. Und da hilft das ganze positive Denken nichts, denn es gibt noch sowas wie ein kollektives Bewusstsein, also was sich auf die komplette Masse der Menschen richtet. Und die Masse der Menschen, die agiert einfach anders wie einzelne Menschen. Und ich glaube halt einfach, du kannst für dein Leben schon positiv denken und das ist auch bestimmt nicht schlecht. Aber du musst auch deine Schatten anschauen, also nur positiv denken und alles verdrängen ist auch nichts. Also man muss auch seine Schatten anschauen, aber so wie es halt einfach läuft mit dem aktuellen Zeitgeist, ich glaube nicht, dass du das beeinflussen kannst. Und wenn es nach Krieg herschaut und der Krieg läuft in diese Richtung, dann hast du einfach ein Problem, weil die Mehrheit dann einfach so eine Welle ergibt, was halt genau in diese Richtung sich dann auflöst und da kannst du als Einzelner nichts dagegen machen. Da müssten sehr viele sich dann anders verhalten. Aber man merkt, das ist nicht der Fall. Der Stefan Berndt hat ja auch im Interview gesagt, er war ja auf so einer Friedensdemonstration in Berlin und irgendwie waren da nur wenige tausend Leute, obwohl ja Berlin eine Millionenstadt ist. Und wenn da nur wenige tausend Leute sind, dann heißt es, dass es den Großteil einfach nicht interessiert. Und da hat er dann auch gesagt, also eine knallharte Aussage, damals, als ich ihn besucht habe, die Leute, die wollen gar keinen Frieden, die wollen Krieg. Also wenn man es jetzt überspitzt ausdrückt. Und da führt er jetzt auch nochmal auf, die ganze New Age, die gibt's ja auch, diese
neuen Propheten, die dann sagen, ja, das ganze Ilmayer, das ist abgeblasen. Man liest es ja dann auch immer in meinen Kommentaren. Naja, das hat er damals vorausgesagt, aber das ist jetzt schon längst überholt. Und da frage ich dann immer, wie kann denn eine Prophetie überholt sein? Entweder kann man in die Zukunft schauen, dann ist es einfach unausweichlich, weil das dann immer in diese Richtung laufen muss. Oder es gibt dann halt sowas wie Zeitlinien und so, aber ich glaube das alles nicht, weil ich habe ja, wie gesagt, lange Remote-Viewing gemacht und ich habe da einiges gesehen. Und würde es so Zeitlinien geben, dann hätte zum Beispiel von meinem Remote-Viewer-Ausbilder das ganze Unternehmen nicht funktioniert und der hat so irrsinnig viel Geld damit verdient, gerade auch so für wirtschaftliche Informationen. Und da waren dann teilweise Monate dabei, da hatte der eine Trefferquote von 100% und wenn es mal schlecht war, dann irgendwie 80%. Ja. Der hat da mehrere hundert Seher gehabt, also die er ausgebildet hat. Und da wurde dann immer der Konsens daraus gebildet und das war halt meist immer richtig. Und wird sowas geben wie so eine Zeitlinie, dann dürfte das nie stimmen, weil die Zukunft ja dann nicht geschrieben steht und so weiter. Und das teilweise auch länger in die Zukunft geblickt und so. Und das hinkt halt alles, also diese ganze Thematik. Und die Sachen, die falsch waren, die ließen sich dann meistens erklären auf menschliche Schwächen oder Fehler oder Unzugänglichkeiten. Ja. Und drum glaube ich auch nicht, so wie es jetzt die New Age sagt, also dass seine Prophetien jetzt ungültig geworden sind. Entweder er hat's falsch vorhergesehen, weil er irgendwie so ein Fantasiekonstrukt im Kopf hatte, der Ilmayer, oder es ist einfach 100% richtig. Darüber kann man sich streiten. Ich persönlich will es nicht rausfinden, also besser ist, man bereitet sich vor, weil das ja allgemein nicht schadet, als wie dann da eiskalt erwischt zu werden, sage ich jetzt mal. Ich kann es euch aber auch nicht sagen, ob es eintrifft, ob er vielleicht mit dieser geopolitischen Prophetie falsch lag. Weiß ich an der Stelle nicht. Aber wenn der Ilmayer so eine Trefferquote hatte, gerade auch mit den Prophetien, wie jetzt zum Beispiel den Giftmordprozess, auf den ich demnächst eingehen werde, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, warum dann das andere nicht stimmen soll. Aber wie gesagt, das ist nur meine Vermutung oder Meinung. Jedenfalls dieser Giftmordprozess, also da wurde ein Mann vergiftet, ich meine von seiner Frau, das werden wir uns ganz genau anschauen in den nächsten Videos. Das ist ja auch perfekt dokumentiert, das ist jetzt nicht nur so vom Hören sagen, sondern das hat der Stefan Berndt auch aufgeschrieben, das ist im Münchner Staatsarchiv, Aktenzeichen STAM, Staatsanwaltschaft 2027-4-1-8. Also die Sache, die wurde bestens dokumentiert und aufgeschrieben. Und das wäre auch interessant, jeder, der es nicht glaubt, der soll halt einfach mal dieses Staatsarchiv in München besuchen. Der kann sich das dann bestimmt raussuchen und das dann persönlich nachlesen. Der Stefan Berndt allerdings hat es in seinem Buch perfekt und detailliert aufgearbeitet und das schauen wir uns dann das nächste Mal an. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. In der Videobeschreibung findest du alle Links über mich. Mich würde es auch freuen, wenn du dir einen Song von mir runterlädst. Ich habe ja früher mal Musik gemacht und wenn du dir so einen Song für 1,20 Euro holst, dann pusht mich das wieder in dem Algorithmus etwas nach oben und das wäre halt ein Dankeschön, wenn es dir nichts ausmacht oder wenn du die Zeit dazu hast. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also mach's gut, bis dann, hau rein.